habe kein Essen mehr, mein Essen ist auch alles weg. Hat Peter gestohlen. Ja, hat Peter gestohlen. Ja, hab ich gar nicht. Hier Signalstörung und sowas. Ja, hattest du das eben? Ja. Das hatte ich eben. Warum? Weil ich es auch gehört habe. Jo, das ist doch kacke hier. Hä? Warum nehme ich denn Glas? Ich drehe hier gleich durch, Alter. Falsch aufgebaut. Ah, mein ganzes Tageswerk hier geschrottet, ey. Oder das habe ich in mehreren Folgen aufgebaut, ja. Bob. Warum nicht der Bob? Du hast den zweiten Creeper explodieren lassen. Der hat mehr kaputt gemacht. Der ist explodiert, weil du den ersten explodiert lassen hast. Ja, sicherlich. Ja. Wieso sonst? Vielleicht, weil du ihn zu nah warst. Aber nee, das ist ja so... Oh, Erwin ist wieder wach. Jetzt hör auf, wieder rumzuheulen, Erwin. Du brauchst nicht jedes Mal zu mir kommen und rumheulen, das ist schrecklich. Mama kommt doch, wenn sie kommt. Ich kann dir auch nicht früher herordnen. Oh Gott, ich hasse es. Ich verstehe dich nicht, wenn du jaulst. Ich verstehe. Jedes Mal das Gleiche. Was hast du denn, Erwin? Ist doch nicht so schlimm, wenn Mama nicht da ist. So, wo sind meine ganzen Sachen hin? Sind schon despawned? Welche ganzen Sachen, man? Hier lang noch ein ganzes Teil. Hast du mich aufgesammelt? Nee, ich wollte die. Hä? Hier lagen noch welche. Also ich hab keine. Oh jo, jetzt sind mein ganzes Laub ist weg, Alter. Oh. Sollen die Scheiße, ey. Nope. Ja. Was? Ich soll dich mit in Mamas Bett legen, hat Mama gesagt. Ja, gleich. Nein, jetzt. Oh, jetzt Erwin. Warte doch noch mal kurz. Oh, warum muss ich eigentlich immer auf dich aufpassen? Ja, weil Eva immer weg ist, ne? Will die mal einfach abhauen. So sehe ich das auch. Kümmere dich mal lieber um deinen Bruder. Ja, mach ich. Wenn ich mal Zeit habe. Nee, ich mal gucken. Guck mal, Peter hat alles kaputt gemacht, Erwin. Ja, gib mir die Schuld. Erwin, guck mal, Peter hat mein ganzes Haus kaputt gemacht. Gib mir die Schuld für dein Versagen.
Siehst du das? Wie er es kaputt gemacht hat? Alles kaputt, ne? War ich gar nicht, Baby. Peter sagt, er war es nicht. Aber er war es zum Teil. Ein bisschen ist auch kaputt gegangen. Wegen mir. Aber das meiste wegen Peter. Halt die Fresse. Das muss man alles wieder heile machen, ne? Peter natürlich alles kaputt machen musste. So ein Scheiß. Es kommt nur, dass ja alles nicht passiert, hättest du mich nicht getötet. Ja, sicherlich. Ja, ist ja auch so. Such einfach noch mehr nach Ausreden, ist kein Problem. Mach einfach. Hättest du mich nicht getötet, wärst du normalerweise nicht in mein Haus rumgekrochen. Ist schon okay. Dann hätte ich mich nicht dahin geportet und wäre dann den Creeper begegnet, so einfach so. Alles wird wieder gut. Du grinst ja schon wieder. Weißt du warum? Weil Peter dein Ausgang. Ja, du grinst, weil Peter mein Ausgang. Oh, das ist doch nicht schön. Oh. Aua. Hä? Ey, hör auf mich zu kitzeln, hör auf. Hör auf da aus. Los. Hast du keine Tür? Doch, da ist doch meine Tür, wo Peter gerade hockt. Der steht dahinter. Aua, was soll denn der Kacke, Mann? Hey. Ich hab kein Essen mehr, mein Essen ist auch alles weg. Hat Peter gestohlen. Ja, hat Peter gestohlen. Ja, hab ich gar nicht. Hier hast du ein bisschen Steak. Ich bin lieb, Erwin. Ich geb ihm Essen. Der Erwin hört ihn nicht. Dann sag ihm das. Peter meint, er ist lieb, weil er mir Essen gegeben hat. Ja, ne? Ist er dann lieb, Erwin? Na okay, Erwin hat gesprochen. Tja. Erwin ist das Orakel. Ne, der Erwin. Jetzt hab ich zu kitzeln, Mann! Warum musst du mich immer kitzeln? Weil das Spaß macht. Weil das Spaß macht? Okay, Leute. Ich geh ins Bett, ich bin müde, ich kann nicht mehr spielen, kann nicht mehr reden. Pussy. Ja. Ja, gleich. So, okay. So, dann. Ciao, Leute. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Sag auch nochmal Tschüss, Erwin. Tschüss! Okay. Tschüss. So, damit haut rein.